Sie haben heute auch schon den Rücktritt von Landeshauptmann Markus Wallner gefordert, ebenso die FPÖ. Aber wie sehen Sie eigentlich die Rolle der Grünen in dieser ganzen Sache? Da hört man ja relativ wenig. Man hört relativ wenig. Ja, es scheint so, als ob sie noch in der Findungsphase sind. Ich glaube, sie müssen hier ganz klar Farbe bekennen und sagen, dieses System muss jetzt ein für alle Mal ein Ende haben. Und das höre ich von den Grünen nicht. Es ist einfach jetzt lange Zeit, haben auch wir gesagt, die Fakten gehören auf den Tisch. Aber jetzt sind so viele Fakten auf dem Tisch bereits. Und ich glaube, da kommt eben noch mehr, dass man wirklich sagen muss, es gehört politisch Verantwortung übernommen und es gehört vom Land Landeshauptmann auch Verantwortung übernommen für alles, was innerhalb der ÖVP passiert ist. Und all jene, die in die Causa verstrickt sind, das sind der Herr Landeshauptmann, das sind der Landesrat Tittler, das ist der Alt-Landesstatthalter Rüdisser, die müssen zurücktreten und müssen den Platz freimachen für jene, die an Aufklärung interessiert sind.